Hallo liebe Freunde, jetzt sind wir bei Larry und diesmal spielen wir das Ganze wieder zusammen. Der Andi ist im Hintergrund, stoppt die Zeit mit. Hallo. Und ich versuche mein Rätsel weiterzuführen. Wir hatten letztes Mal mit der Dame, die da oben ab und zu hier vorbeihuscht, ungeschützten Verkehr, dann kein Verkehr und dann waren wir kurz in der Ellie da hinten und haben uns zusammenschlagen lassen. Du bist praktisch in einem Adventure schon zweimal gestorben. Richtig, das krieg auch nur ich zusammen. Was mir jetzt auffällt, dass die, wenn du durch das Fenster in der Bar guckst, das passt doch gar nicht mit den Personen zusammen, die dann drin stehen. Richtig, auch die heiße rote Braut ist dann nicht dabei mit den langen Haaren, ne? Die haben keine langen Haare. Keiner hat lange Haare. Gut, aber wir haben einen Hammer bekommen und die Pralinen. Mal kurz die Pralinen angucken. Süßigkeiten sind das ideale Geschenk. Aha. Was ist unten gestanden? Die Nutte war anscheinend nur auf die Nüsse scharf. Richtig, richtig. Irgendwie habe ich das nicht getraut vorzulesen. Warum? Das ist ein Hammer und der ist sich sicher. Ich bin begeistert. Gut. Was du versuchen könntest, ist einfach mal an dem Strommasten. Ja. Genau. Dieses Taxi-Symbol anzuklicken. Taxi! Ja, das sieht ja freundlich aus. Da steige ich doch gleich ein. Achso. Auch einsteigen muss man selbst machen. Ist schon schlimm. You got Pekingese written all over you. Hey Mac, where you headed? Ha, wunderbar. Level Leffer und das sieht aus wie in der Kindheit die Autobahnen, die man da immer bekommen hat. Ja. Also was geht? Es ist dieses Lefties, es sind die Bar, es ist die Bar, die wir gerade waren. Genau. Dann gibt's, das ist ein Screen zusammen, also mehr oder weniger, du kannst da links und rechts gehen, das ist ein Shop und eine Disco. Mhm. Und dann gibt's noch das Casino und die Hochzeitskapelle. Okay. Das war die Disco, oder? Das war die Disco, ja. Gehen wir mal in die Disco. Natürlich fährt er nur links rum. Letztes Schild für 12 Meilen. It'll be an even 20. Ach nee. Musst natürlich schön bezahlen. Kann ich einfach abhauen? Hast du gespeichert? Ja, ich habe gespeichert. Ach, diese Larry ist echt. Ja, ich kann ihm doch nicht die Brieftasche geben, oder? Kannst du. Oh, no, you didn't! Nicht angrapschen. Wieso willst du auch den Taxifahrer begrapschen? Ich dachte, er wird ihm was geben. Was hast du vor? Thanks, kid! Okay. Wenn nicht, dass eben die ganze Brieftasche gibt und nachher sind wir dann. Ah, super. Das ist doch gleich mal einladend. Du einfach mal rein, das geht sicher. Ja, bestimmt. You wouldn't happen to be fixed for wine. Pass, please. I'm trying to pass. You're blocking me. And you're a lot bigger and stronger than me. So it makes it extra hard to get by you. You need to show me your membership pass to enter. How do I get a pass? Speak to the management. Okay, so I need to get inside. You need to show me your membership pass to enter. How can I speak to the management if you won't let me in? Management accepts applications for membership weekdays from 9 to 5. Please come back then. Now leave. Thank you. Ah, I see. It's a puzzle. Okay. Nope. All right. Be that way. Okay. Da haben sich die Gespräche wohl vermischt. Ja, das ist richtig. Sprecht man vielleicht mit dem. Na, das ist Ablecken. Das ist Angrapschen. Die große, dicke Sprechblase. Do you need any help? Well, yeah. My name's Roddy Contiki. You don't need help. That's a great name. Anyway, I'm in a 12-step program. Okay. I try never to be more than 12 steps from a liquor store. Like that? I made that up. Anyway, nobody will sell me anything anymore, if you know what I mean.
So if you happen to come across any semi-fine fermented beverages, I'd reward any generosity you'd care to show. Okay, I'll remember that, Mr. Kontiki. You will? Hat anstatt dem Gürtel ein Seil. I didn't give you enough credit. Wenn nicht irgendwas Alkoholisches. Ah, das haben wir den Dicken, der im Nebenraum gelegen ist, gegeben. Ja, ich will jetzt wieder $20 ausgeben, um da hinzufahren. Du kannst einfach nach links laufen. In den Liquor Store reingehen. Das sollte auch gehen. Ah, da ist auch ein Taxi. Da ist der schon wieder. Apples! Apples! Apples for sale! Get your fr... Sprich ihn doch gleich mal an, wenn er da ist. Hey, Mister! I presume it's Mister. I can't see under your barrel. The name's Tim. Okay. Tim Tibbetts. And you are... Larry? Larry Laffer? What's your question? Larry mal zwischendurch. Well, I see you're wearing a barrel, and I figure this can only mean one thing. You're going to go over Niagara Falls. Interesting. Furthermore, since Lost Wages is near the west coast, and Niagara Falls is near the east coast, and you're already in the barrel, you must be super wealthy! They'll never let you on a commercial airline address that way. Your mind works in strange and mysterious ways, Larry. Actually, I'm broke. That's why I'm dressed this way. Oh, nee. Wanna buy an apple? Let me think about it. It would be kind of cool to buy an apple from a really rich guy. Neugierig? Hey, you'll get your turn in here soon enough. Ich will aber keinen Apfel kaufen. Du musst, wenn du kaufen willst, musst du ihm wieder die Brieftasche geben. Ich finde das irgendwie so counterintuitiv, wenn du jemandem eine Brieftasche gibst. Aber gut. Welcome to the come and go. Please keep your hands where I can see them. Also Larry Laffer ist ja wie Bond, James Bond. Und das ist jetzt wie der Ding aus Simpsons. Apu? Apu, genau. Wie viele Sicherheitskameras hat der denn da? Ja, viele. Und hier gibt's Chum, Stuff, Slime Magazine, Big Ants. Hey, da hinten ist Wein. Hardy Steinwein. I don't like it as much as Napa Valley Outhouse, but it is a buoyant and syrupy. Schon definitiv über. Angry Boards. Klick's doch mal an. Mit fetten Frauen. Gott, ist das gemein. You can't do anything with this machine. It seems to be stuck in permanent demo mode. Demo-Modus haben sie im Blickfang-Modus übersetzt. Das ist ja gemein. Genau, in der Sitzel hängt ein BH drinnen. Ja, das auch schon gesehen. You can't do anything with this. Ja. Das haben sie schön geupdatet. Hallo? Ah. Dann geht die andere eigentlich auch, oder? Ah, ich bin kein Freund vom Glücksspiel. Ah, irgendwann musst du aber Geld verdienen. Also meine Mama hat gesagt, das geht anders im echten Leben. Ja, im echten Leben. We are open 24 hours for all your unsavory needs. Muss ich eigentlich nicht irgendwie, Entschuldigung, irgendwie bezahlen? Ja, du kannst auch mehr, noch mehr kaufen. Klick, schau mal auf das Schild unten drunter. They carry condoms here, but they must be kept behind the counter. Condoms. We have no public bathrooms. If you absolutely must, please go in the alley, like everyone else. Betouch mal das Schild. Let us be discreet about this. I understand you are interested in our birth control devices. Yes, I'd like one of your finest prophylaxatives. We have all manner of lovers for your stupid pleasure. Schaffell. Kettenpanzer. Alufolie. Ich nehme mal das normale. What length would you like? Och nee, ich weiß doch nicht, welche Länge das hat. Und es gibt nur klein, kleiner und kleinsten, noch kleiner.
Ja. Jetzt treffen wir eine Entscheidung. Ich kann mich doch nicht entscheiden. Ich bin entscheidungsschwach. Made in Mexico and China? Park your Peter in a Parker? Also steckt dein Peter in eine Jacke? Ja. What girth are you requiring? Ach Gott. Afrikanische Banane. Was ist der Unterschied zwischen einer Banane und einer afrikanischen Banane? Das ist eine gute Frage. What texture? Ach nein! Ich merke, du bist überfordert. What faux fish would you like? Gebürstetes Aluminium. Schlangenhaut. Welche Reservoirgröße? 3-4. What sort of lubrication would you like? Spermizid, Fungizid. Spermizid. What sort of scent would you like? Nein. Alte Bibliothek. Moschus. 4 Jahre ohne Dusche. There you go. Thank you. Hey everybody! This perv just bought it! Latex, extra small, banana girth, dimpled, brushed aluminum, all faithful capacity, spermicidal, musk-scented lubber. What a pervert! Wo kommen die jetzt denn her? Ich muss mir jetzt gleich nochmal ansehen. Ach, das sind nur eins. Ach, ist das langweilig. Wenn ich zweimal möchte. Okay, es macht mehr Spaß, sie zu benutzen, als anzusehen. Das hat er natürlich vollkommen recht. Jetzt sollte ich zahlen, oder? Hast du noch einen Vorschlag? Jetzt kannst du zahlen, ja. Look, it's your favorite brand of breath spray, along with other exciting trial-sized hygiene products. You have plenty of breath spray okay. For now, and Magazin kannst du vielleicht noch holen, falls du eins findest. Biggins, the most interesting magazine of the bunch. You've already got a copy of Biggins. Ich hab vielleicht das richtige Magazin erwischt. Oh, da ist noch eins. You've already got a copy. Ich glaube, es war egal, wo du hinklickst auf dem Zeitschriftenständer. Super. Aber man sieht, dass ich auf den richtigen geklickt hätte. But you come up empty. Sehr gut. That usually takes you at least one hand. Meine Mutter wird stolz auf mich sein. So, schauen wir mal. $45. Das ist der Wucher. Merkst du was? Thank you. Now please leave. There is no loitering. Ja, ich merke was. Ich habe kein Geld mehr. Guck zeig mal dir dein mein Geld, Geld an. Wenn du, ja. $14. Das heißt, was müsst du wohl tun? Ich muss ins Casino gehen. Na, so weit kommst du nicht mal mehr. Was war denn hinten? Hinten? Du hast doch gerade schon auf den Spielautomaten gedrückt gehabt hinten. Ach, stimmt. Da ist an jeder Stelle ein Spielautomat. Welcome to Come and Go. We only carry up to $20,000 cash in the safe. Oh, I'm not supposed to say that. Kann ich noch ausrauben? Nee, der hat sich auch in der Allee verprügeln lassen. Also ich glaube, der kann eh nix. Mit Rauben ist da nix. Hm, vielleicht sollte ich speichern. So, und jetzt den Standardtrick, der früher auch ging. Speichern. Und dann einfach spielen, bis er mal gewinnt. Ist euch aufgefallen, das ist das erste Let's Play, in dem man Speicherscreen bei uns sieht. Premiere? Stimmt doch gar nicht. Oh, aber Let's Play-Reihe. Stimmt. Nee, stimmt auch nicht. Doch. Haben wir nicht mal Monkey Island gesehen? Da glaube ich, habe ich ihn rausgeschnitten, weil du einfach immer bloß daneben geklickt. Na, okay. Kann sein. Gut, your balance, your bet. 10. Kann ich auch weniger bet? Ha. Na gut, du gewinnst halt auch weniger. Ja, aber ich muss erst mal ausprobieren, ob es stimmt. Ja, ob es kann. Ja, wenn du jetzt mehr gewettet hättest. Soll ich 15? Du bist ein richtiger Draufgänger. Ja, wenn ich jetzt mehr gewettet hätte. Dann hättest du geladen. Dann wird man einfach mal mehr. Ja, so geht's. Maximal setzen und dann, wenn du verlierst, neu laden. Okay. 13. Warum habe ich jetzt nicht mehr? Ich hast du deinen Einsatz wieder gewonnen, weil die Kombination so schlecht war. Ach. Liebe Leute, Glücksspiel ist nichts für Kinder und auch nichts für erwachsene Menschen. Es ist einfach für niemanden geeignet. Ja, da haben sie falsch übersetzt mit an und aus.
bist richtig schlecht da drin. Was heißt schlecht? Ich konnte nur auf den Button klicken. Wie kann ich da denn schlecht sein? Aha. Ach. Ich mit der rechten Maustaste kann man zwischen den Teilen hin und her wechseln. Und? Gibt's da keinen Hack für? Du kannst den Hexeditor auspacken. Das klingt so pervers, wenn du das sagst. Oh. Ach, oh. Das erste war zumindest vielversprechend. Ich glaube, da macht man Zeitraffer rein, wenn es noch länger dauert. Ja, und du brauchst auch ungefähr, also mindestens ein paar hundert. Yay! Hey. Das kannst zum Beispiel speichern. Das ist eine gute Idee. Wenn wir nächstes Mal, also wenn ihr jetzt noch zuguckt und man sieht im nächsten Speicherspiel dann irgendwie 100 Save Games, dann wisst ihr, wie lange das wir gespielt haben. Ha. Hey! 84! Ich weiß, ich kann speichern. Du sollst auch speichern. Zu klicken hier. Und du kannst ja denselben Speicherstand hernehmen. Musst du nicht jetzt mal einen neuen machen. Na, Ordnung muss sein. Weißt du, dass du dann viele Speicherstände hast? Ja. Wozu sollen die aber gut sein? Ich kann an jede Stelle wieder zurück. Hä? Ich will zum Zeitpunkt, wo ich weniger Geld habe. Hatte, glaube ich, noch nie irgendjemand irgendwo gesagt. Vielleicht stürzt uns das Spiel ab und wir wollen das Let's Play weitermachen, dann können wir genau bei dem Speicherstand wieder weitermachen. Hat übrigens mein Einsatz sich nicht gemerkt. Nein. Ich glaube, du kannst auch draufbleiben. Mhm. Oder nicht. Ein paar Sachen hätten sie schon updaten können. Eine Steuerung. Ja. So. Da. Juhu. Was sind diese Nummern links? Kann man da was eintippen? Ja, da ist der Automat daneben noch was. So. Haha, da kann ich mir gleich wirklich eine Liebe kaufen. War das falsche gesagt? Oh, nur der Einsatz. Schlimmste ist, dass man wieder klicken muss. 10, ja. Kannst du einfach eine auf der Tastatur was eintippen? Nein. Ja, können schon, aber ich nehme es halt an. Ja. User Interface. Moment. Das nennt man auch Trommelwirbel. Hast du gesehen, beim letzten Mal ist er Zehnersprünge gemacht. Mhm. Hat er Zehnersprünge gemacht. Du kannst das schon gut. Ist da hier die. Ja, Zufall, nicht sehr zufällig. Ja? Nothing happens when you press there. Ja? Das sind diese kleinen User Interface Dinger, die man eigentlich anpassen sollte. Ja. Morgen habe ich einen Tennisfinger. Gibt es einen Tennisfinger? Ja. Wahrscheinlich nicht. Die Leute werden auch was anderes vermuten, wenn du sagst, ich kann heute nichts mit meinem rechten Arm machen. Oder mit, der ist so erschöpft. Mit dem rechten Zeigefinger. Besonders wenn du dann noch einen Arzt erzählst, du hast Larry Leffer gespielt. Also, ja. Ach nee. Du bist richtig schlecht dabei. Ich kann auch gar nichts dafür. Ich glaube, ich probiere es jetzt noch einmal und dann. Wenn es im echten Leben auch so gut gehen würde. Aber leider sind die Autos. Ach, über 100 macht er 10er Schritte. Mhm. Das ist ja nett. Okay. Das ist richtig schlecht. Was ist denn ein guter Geldbetrag? 300, 400. Nee. Also einmal gewinnen, dann ist in Ordnung erstmal. Glaube ich. 300, 400, kann ich dann noch ein paar Leute bestechen, oder? Wobei ich nicht weiß, wie viel du da brauchst. Den Betrag weiß ich nicht mehr. Ich verrate die Stelle nicht. Ah.
super. Aber... Nein. Also irgendwie ist das kein richtiger Zufall, nicht? Wir können sie auch bei den 160 belassen und dann kannst du einen Blackjack spielen im Casino. Vielleicht hast du da mehr Erfolg. Okay. It feels oddly generic, as if you felt something just like it before elsewhere. It feels oddly generic, as if you felt something just like it before. Gut, wir haben uns genug. Wein haben wir auch. Wir bringen uns nicht um, weil wir bezahlt haben. Das ist schon mal gut. Ich sterb nicht nochmal. Da ist er ja wieder. Naja, nimm deinen scheiß Wein. Ja. Weißt du, du willst keinen Apfel für einen Dollar kaufen, aber im Wildfremden gibt's eine Kiste Wein. Hast du gesehen, wo er den Apfel herzieht? Vielleicht willst du den Apfel ja gar nicht essen. Von jemand anderem geben. Das kann natürlich auch sein. Don't put things in the doorway. Nein. Ach, jetzt, wo er stehen bleibt, geht's. Und Dad? Und Dad? Oh, look. Harvey Steen wine. You shouldn't have. Thanks for thinking of me. You're more than welcome. Jetzt gibt man schon die Eintrittskarte. Hmm, syrupy. And reminiscent of a Manischewitz cream red Concord. I think I'll share this with my friend Chris. Maybe you know the guy. Kinda this tall, about this wide, brownish hair. I don't think I know him. Used to be a cabin boy. Lives next to the toilet in Lefty. yeah, maybe. Anyway, here's a thank you from me. Liebter. Oh, da bin ich mal gespannt, was das ist. My prized possessions that I don't want. A genuine French army knife. Wow, thanks. Komm ich nie durch. I wouldn't count on it in a fight, if you know what I mean. Thanks again. Mal kurz an. Dein einziges Ziel war, wieder in die Disco zu kommen. 5 Klingen, 7 Aufsätzen, 3 Schraubendreher, 2 Sägen, 1 Zahnstocher, 1 Pinzette, 4 Kondome. Okay. Du kannst auch mal das Magazin angucken, nachdem du es ja schon gekauft hast. Ah. Entschuldigung. Das ist natürlich der echte Bilder. Die Rüttelvorlage ist ein nicht enden wollender Quell nützlicher Informationen. Ein Bindestrich. Mhm. Und ist auch. Oh. Ups. Nochmal. Der Artikel Verbrechen leicht gemacht handelt davon, wie einfallsreiche Einbrecher einfach Bungee-Seile am Balkon befestigen, um so leicht in Wohnung gelangen zu können. Gewagt? Aha. In der Kolumne Mach's dir selbst geht es darum, wie man aus Blumen und Alkohol sein eigenes Parfüm kreieren kann. Ich hoffe, du merkst dir alles. Natürlich. Und da steht auch, dass man Wallkotze, Amber und Zibet, das Analsekret eines katzenähnlichen Tieres dazu verwenden kann. Okay. Ich hätte gedacht, dass man so widerlichen Zeug ein Parfüm verbessern könnte. Ich habe nicht mal Parfüm, by the way. Ich hoffe, du hast das trotzdem alles gemerkt. Ich kann da nochmal nachgucken, hoffe ich, ne? Ja. Wir können aber jetzt mal zum Casino fahren. Mehr Geld verdienen. Und das zeigen wir euch dann in der nächsten Folge. Oh, nein, bitte nicht. Okay. Bis dann. Ciao. Gee, son. Do you mind passing gas or something just to cover up your breath? Welcome to Chef Jeff's American Tavern Bar and Grill with the all-day, all-night buffet. Oops, Richard, I'm so sorry. I dropped... Get it out! Get it. Quick! Flush it! Here, take this too!